dir vor, du triffst ein Blind Date und du hast eine Möglichkeit, ganz schnell herauszufinden, ob du den anderen wirklich kennenlernen möchtest und einen Weg, auf dem Nähe entsteht und ihr euch wahrscheinlich ineinander verliebt. Wäre das interessant für dich? Stell dir vor, deine Freunde kommen zu dir und du hast ein Mittel, dass sie sich den ganzen Abend wunderbar unterhalten. Würdest du das haben wollen? Stell dir vor, du hast eine langjährige Beziehung. Du hast nun ein Mittel, um wieder mehr Kommunikation hineinzubringen, das Spaß macht. Würdest du das unterstützen? Und du, das Kennenlernspiel, macht in all diesen Situationen den entscheidenden Unterschied. Und du kannst nun dazu beitragen, dass dieses Spiel umgesetzt wird. Ja, ich habe das Spiel vorhin gespielt und ich bin immer noch ganz begeistert, weil ja, ich finde auch, es öffnet das Herz. Mein Name ist Ramos. Ich habe Und Du das Kennenlernspiel entwickelt. Es basiert auf psychologischen Forschungen und bringt Menschen näher zusammen. Ich entwickle dieses Spiel seit einem Jahr und nun ist es soweit. Du kannst dabei mithelfen. Mit deiner Unterstützung kann die Erstauflage dieses Spiels produziert werden. Mit deiner Unterstützung kann ich die Erstauflage dieses Spiels drucken und du hast es dann noch vor Weihnachten in deinen Händen. Und du kannst dann noch mehr Spaß auf deinen Partys haben, noch mehr Nähe in deinen Beziehungen erleben. Und wer weiß, vielleicht verliebt ihr euch ja auch ganz neu, weil ihr euch mit dem Spiel auf eine leichte, angenehme Art tiefer kennenlernt. Als ich Martin kennengelernt habe und mich an ihn verliebt habe. Gleich in relativ tiefen Kontakt gekommen. Also ich war nicht in der Verlegenheit, Smalltalk machen zu müssen. Das ist nämlich was ich nicht so gut kann und auch nicht möchte. Und ja, das war ziemlich schnell auch gleich anders. Das Kartenspiel Und Du gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen. Es gibt einmal das Basisset mit alltagstauglichen Fragen sozusagen. Die kannst du spielen mit deinen Arbeitskollegen, mit Freunden, deine Familie. Da sind so Fragen drin wie, wie lange brauchst du im Bad? Oder was ist deine liebste schlechte Gewohnheit? Und für deinen Liebespartner und für dein Tinder-Date gibt es das Ü18-Set. Das dreht sich um Sexualität und Beziehung und Liebe. Und das kannst du auch mit Leuten spielen, die du schon lange kennst, von denen du denkst, du kennst sie sehr, sehr gut. Du wirst noch mehr näher erfahren und noch mehr über sie erfahren und auch über dich. Gezählt, mit wie vielen Menschen du bereits Sex hattest? Habe ich schon mal, aber jetzt weiß ich nicht mehr. Also die sind gar nicht so viele eigentlich. Hm. Aber, naja. Ja. Nacherzählt. Ich denke, ja, ich habe auch nacherzählt. Überschaubare Zahl.